Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir ein ganz einfaches Rezept für Porree im Schinkenmantel. Und das Ganze wird überbacken in einer Käsesoße. Super lecker und ganz, ganz schnell gemacht. Wie das genau gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Folgende Zutaten werden jetzt benötigt, und zwar Porree. Dann habe ich hier noch in Ringe geschnitten das Grüne vom Porree, Lorbeerblatt, Nelke, geriebener Käse, Butter, Salz, Pfeffer, gemahlene Muskatnuss, Kochschinken, 2 Scheiben Zitrone, dann Milch und Mehl. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Zuallererst werde ich den Porree garen. Das mache ich jetzt hier in dem Topf. Ich gebe den also jetzt hier hinein. Dazu kommen jetzt die Zitronenscheiben, das Lorbeerblatt und die Nelke. Und nicht zu vergessen noch Salz. Jetzt das Wasser. Und das muss jetzt bei geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten lang bei mittlerer Hitze garen. Nach der Garzeit lasst ihr den Porree in einem Sieb abtropfen. Dabei fangt ihr dann ca. 200 ml vom Kochwasser auf, denn das benötigen wir für die Soße später. Jetzt machen wir für die Soße eine sogenannte Mehlschwitze. Dafür gebe ich die Butter in einen Topf und lasse sie darin schmelzen. Sobald die Butter geschmolzen ist, gebt ihr das Mehl dazu. Das muss jetzt gut mit dem Schneebesen verrührt werden. Jetzt kommt nach und nach die Milch dazu. Jetzt müsst ihr aufpassen, das Ganze muss sehr gut verrührt werden, sodass keine Klümpchen entstehen. Dann kommt vom Porree das Kochwasser dazu. Das Ganze auch nochmal gut verrühren und dann einmal aufkochen. Die Soße muss jetzt auf dem Herd ca. 5 Minuten lang bei mittlerer Hitze köcheln und das Ganze immer wieder umrühren, sodass die Soße dann auch ein bisschen dicker wird. Wenn die Soße dann richtig schön cremig geworden ist, dann gebt ihr den Käse dazu. Der soll jetzt hier in der Soße richtig schön schmelzen. Jetzt wird die Soße noch mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt. Jetzt nochmal abschmecken und dann ist die Soße auch schon fertig. Jetzt nehmt ihr euch die Porree-Stangen und den Kochschinken, umwickelt den Kochschinken um die Porree-Stange und dann legt ihr das Ganze nebeneinander in eine Auflaufform. Jetzt gebt ihr darüber die Soße. Alles gleichmäßig hier verteilen. Und jetzt kommt die Auflaufform für ca. 20 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze in den bereits vorgeheizten Backofen. Jetzt nur noch ein bisschen Porree-Grün oben drüber und dann könnt ihr es auch schon servieren. Zum Beispiel zu einem frischen Brot, Reis oder Kartoffeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo nicht vergessen, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zubereitung, einen guten Appetit. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezeptewelt. Tschüss!